Grübel. Hier ist nur ein kaputtes Fenster. Da hinten kommen wir nicht durch, da kann ich auch nichts machen. Und hier unten haben wir nur den Schal, sonst haben wir hier nichts. Und wichtige Lichter natürlich auch. Das kleine Ding würde ich gerne mitnehmen. Es ist wie ein riesiger Schal, der dem Schiff irgendwie mitteilt, wohin es fliegen soll. Wir müssen ja noch die Verkabelung rausfinden, deswegen wollte ich eigentlich zu ihr wechseln, aber jetzt haben wir die ganze Zeit schon mit ihr gespielt. Es weiß niemand was. Es gäbe noch eine andere Möglichkeit. Ich weiß nicht genau, ob das funktioniert, weil wir haben ja hier... Wir haben ja hier auf dem Raumschiff, haben wir ja quasi alles mit Stricken und lalala und Häkeln und Garn und Pipapo. Und das andere Raumschiff, das was der... nicht Zukunftsshay, weißt du schon, ne? Also das andere Raumschiff, das ist ja mit, das fliegt ja mit Musik, aber es muss ja zumindest die Koordinaten haben. Wobei, ich wüsste aber auch nicht wo. Ich wechsle mal kurz. Ich wüsste jetzt hier absolut nicht mehr, wo wir weiterkommen. Weiß er die Koordinaten vielleicht noch? Ah. Das Lied Vorheriges Ziel. Kannst du das Lied Vorheriges Ziel nochmal spielen? Siehst du, ich wusste, dass du einen Ohrwurm davon bekommst. Danke. Keine Ursache. Das ist eine gute Übung für mich. Bald werde ich die brauchen. Ich überlege gerade. Wir haben hier eine Melodie. Warte mal. Ich mach nochmal ganz kurz. Kannst du das Lied Vorheriges Ziel nochmal spielen? Siehst du, ich wusste, dass du einen Ohrwurm davon bekommst. Danke. Keine Ursache. Das ist eine gute Übung. So, ich hab mir gerade die Töne. Werde ich die brauchen. Ja, ja. Ich hab mir die Töne gerade mal aufgeschrieben. Das waren Mitte, Mitte, oben, unten, Mitte. Also, fü, fü, fi, fü, fi. Also, ihr weißt es schon, ne? Hast ja gerade selber gehört. Gut, bis später. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben 5 Noten. Wir haben 5 Noten. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich habe null Plan. Scheiße. Gute Idee! Navigationsschal wird gewählt. Dekodierungsmechanismus wird vor. Wir haben 3 Tonstufen. Rohr- und Gewebeantrieb werden initialisiert. Ah. Aufnahmewestschieber in Position. Das ist sogar, glaube ich, relativ. Winddüsen auf optimaler Viskosität. Viel besser. Spindel auf Drehgeschwindigkeit. Navigationsschal wird ausgegeben in. Ich weiß nicht warum, aber bei diesem Muster. 4. 3. 2. Jetzt bin ich gespannt. 1. Navigationsschal ausgegeben. Antriebsgarn aktiviert. Oh. Antriebsgarn angehalten. Was? Angehalten? Ja, das ist seltsam. Das Navigationssystem ist bereit, aber die Maschinen wurden blockiert. Blockiert? Von was? Von der Mutter des jungen Meisters. Was? Und wer bist du eigentlich? Das ist eine lange Geschichte. Wir haben Zeit. Wir gehen nirgendwo hin. Das werden wir noch sehen. Folge deinen Instinkten, Errungenschaft freigeschaltet. Warum hat die Mutter die Maschinen blockiert? Was ist denn los? Wir haben offenbar die Koordinaten, das hat funktioniert. Aber warum hat die Mutter denn die Maschinen blockiert? Mutter! Was ist los? Meine Mutter! Wir gehen mal ganz kurz gucken und nachfragen. Diese Mutter! Hey, was ist los? Endlich habe ich einen Weg hier rausgefunden und nun sagt dieser Garnbord, dass du... Sieh mal. Was ist los? Merica überprüft das Navigationssystem des Schiffs auf Schäden. Jeder Steuerbefehl im Moment würde ihm sofort auffallen. Nach der Navigationsüberprüfung wird er aber vermutlich nach draußen gehen, um die Schiffshülle zu untersuchen. Genau zu diesem Zeitpunkt können wir abheben und er kann es nicht verhindern. Du bist klug. Ein Glück, dass wir Partner sind. Sehr gut. Gute Mutti. Können wir, ich meine, jetzt ist denn irgendwas, was wir vielleicht machen können?
Können wir das beschleunigen? Wir können hier auch nichts... Ach, da unten, den habe ich ja gar nicht gesehen. Da unten ist der. Können wir vielleicht irgendwas bei ihm machen, damit er... Ich sollte besser in der Nähe von Hope bleiben. Wir könnten jeden Moment starten. Also kann ich so lange nichts machen? Irgendwelche Vorschläge? Nein, tut mir leid. Tja, dann, Willst du hören, wie es läuft? In Ordnung. Ich habe eine Bombe gebaut. Und? Ich habe eine Möglichkeit gefunden, sie von Bord zu werfen. Und? Okay, war ja schon. Ich habe den Raumweber dazu überredet, uns hier rauszubringen. So, sobald Marikai das Schiff verlässt, können wir loslegen. Gut, ich behalte derweil von hier aus Marikai im Auge. Jetzt weiß er allerdings nicht, was können wir denn jetzt machen? Wir kommen nicht raus. Wir können hier nicht irgendwie... Hier, guck mal hier. Ich glaube, ich sollte diese Sternkarte für diesen Navigationsroboter aufbewahren. Ja, ja, haben wir ja gemacht. Vielleicht hier was häkeln? Brauchst du einen Haken? Nein, danke. Ich besitze bereits eine hübsche Häkelnadel. Wo habe ich das Ding hingeräumt? Ja, keine Ahnung. Vielleicht ein Messerchen? Hey, das sprechende Messer. Auf wessen Seite steht es deiner Meinung nach? Messer stehen, erklärtermaßen, bei einer Trennung immer in der Mitte. Keine Seite kann sie für sich einnehmen. Mama, du warst immer die Einzige, die mich auf ihre Seite bekam. Ich mag das Messer. Dieser Auslöser dient nur dazu, Alex' Todesstrahl abzufeuern. Und das auch nur, wenn wir in Reichweite sind und ich eine freie Schussbahn habe. Okay, wir können hier gerade machen, was wir wollen. Es bringt offenbar gar nichts. Wir können auch nicht raus, wir können nicht rein, wir können hier nichts verwenden. Wir können nichts klicken. Mit der Mutti haben wir geredet, das Ding können wir auch nicht verwenden. Wir können einfach nur abwarten. Allerdings wüsste ich jetzt nicht... Tja, nun... Bei ihm war jetzt auch sonst nichts zu tun. Missing-Poster, das Ding hat er noch. Gary befindet sich im Moment ganz sicher außer Reichweite. Ich hoffe, es geht ihm gut. Und das Ding sollte man noch verstricken, aber da weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie wir das anstellen. Wir wollten eigentlich zu ihr rüber wechseln, um zu gucken, wie wir den hier verlöten. Er wusste es ja auch nicht, wenn ich mich recht entsinne. Nutzt dir der kleine Kerl vielleicht etwas? Auf meinem Schiff konnten sie viele Sachen reparieren, vor allem Elektronik. Unglaublich. Weit fortschrittlicher als die Einheiten, die ich so kenne. Wahrscheinlich brauchen wir genau so einen, aber wie es aussieht, muss er neu verkabelt werden. Und diese Technik ist viel zu kompliziert für mich. Dann wird es wohl nicht funktionieren. Kann ich mit ihm noch irgendwie... Nee, wir waren ja bei ihm auch in der Sackgasse. Löffel, die Noten haben wir jetzt noch ausgespuckt, aber wir können hier nicht weiterfliegen. Jetzt bin ich gerade wirklich wieder ratlos, was wir als nächstes machen sollen. Mit ihr können wir nichts machen, offenbar, oder vielleicht irgendwas, aus dem ich nicht ganz schlau werde. Mal wieder. Aber sonst... Da kommen wir nur zum Baum, da kommen wir wieder ins Wolkenheim, das bringt uns gar nichts. Ich glaube auch nicht, dass uns hier noch jemand weiterhelfen kann. Wir müssen irgendwie das Ding hier... Wir müssen... Verdammt. Ich habe aber auch keinen Hinweis darauf. Oder ich wüsste jetzt auch nicht, wo wir herausfinden können, wie wir das Ding hier neu verstricken. Was das bedeutet. Bringt uns das überhaupt irgendwas? Gibt's was Neues über unseren Gruselwolf zu berichten? Nein, er überprüft immer noch das Navigationssystem. Mist. Dann können wir vermutlich nur warten.
Und rausgehen kann ich wirklich nicht. Ich sollte besser in der Nähe von Hope bleiben. Wir könnten jeden Moment starten. Ich würde mir gerne so ein kleines Ding, das Winke-Ding, würde ich mir gerne schnappen und mir mal anschauen. Aber ich kann ja momentan jetzt auch wirklich gar nichts mehr machen. So null. Das Foto kann ich mir angucken, aber sonst... Auf dem Foto haben wir auch keinen Hinweis, richtig? Was für ein süßes Bild. Doch! Ja, damit kann ich mich besser an alles erinnern. Er war nicht immer ein Teenager. Doch, da ist der Hinweis. Aber was soll der uns sagen? Wir müssen erst... Oh Gott, das wird ja furchtbar. Das ist ein furchtbares Rätsel. Ich schreibe mir mal ganz kurz die Symbole hier auf. Also ich male mir die auf. Sekunde. Da. 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 Fahrstuhlknöpfe. Dann links, rechts Fahrstuhlknöpfe. Dann so. So. Ich ahne, worauf das hinausläuft. Sekunde, ich bin gleich wieder da. So. Und das einmal so rum. So. Und dann ist der Typ hier auch happy. Wir müssen jetzt... Oh Gott, das wird aber richtig scheiße, glaube ich, oder? Ich habe das Gefühl, wir müssen jetzt bei ihm... So, das hier, die Symbole sind falsch. Wir müssen das Ding wahrscheinlich genauso verdrahten, dass die Symbole das zeigen, was auf dem Foto angezeigt wird. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nur überhaupt nicht wie. Das ist doch, das wird doch richtig beschissen, oder? Jetzt muss ich den jedes Mal da reinstecken und gucken. Der hat jetzt keine Verbindung, okay. Das Blaue. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann fangen wir mit dem Blauen mal an. So, Blau von links nach rechts. Augen zu und durch. Ist falsch. Brauchen wir das für irgendwas anderes? Nee, ne? Okay, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, ich habe eine Idee. Wir haben ja... Ich will mal eben was probieren. Wenn ich das jetzt umdrehe, wir haben hier diese komische Pyramide und hier haben wir das Dreieck, was wir auch brauchen als erstes Symbol. Das heißt, jede Spitze von dem Ding hat wahrscheinlich eine eigene Symbolik. Wenn ich das jetzt hier kappe und andersrum klebe, dann kann ich mir vorstellen, haben wir das gleiche Symbol andersrum. Jetzt mehr Kabel. Ist das richtig? Es ist richtig, jawohl. Was? Wenn ich nur auf meinem alten Schiff wäre, dann könnte ich die Infos für die Reparatur einfach aufrufen. So, wir haben... Beide Symbole brauchen wir. Wir haben das Dreierding und die Pyramide, sage ich mal. Das Dreierding und die Pyramide. Ich male mir mal ganz kurz eben die Struktur von dem Ding auf dem Blatt. So, warte. So, habe ich gemalt. Das Dreierding ist oben... Also ist das hier, ist oben rechts, das Dreierding. Das ist dieses hier. Ich muss ganz kurz ein bisschen aufmalen, nicht böse sein. Hier unten hätten wir diese komische Pyramide. So, jetzt ist die Frage. Das knipse ich mal ganz kurz weg. Dann verbinde ich diese beiden Stellen. Das erste ist oben links, das zweite ist unten rechts. Probieren wir mal dieses Schema. Oben links, unten rechts. So, damit haben wir jetzt oben links ist das da. Keine Ahnung, was das bedeutet. Und unten rechts haben wir nun einen Pfeil nach unten. So. Eieieiei. Ich bin doof. Ich habe das falsch aufgemalt. Egal. So, jetzt haben wir hier... Nein, lass das. Einmal knipsen.
So, dann schauen wir mal. Halt, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich weiß nicht, ob meine Verkabelung geholfen hat. Von oben nach unten. Ich muss gleich wieder... Jetzt muss ich doch gleich niesen, verdammt. Oben, haben wir Fahrstuhlknöpfe, oben und unten. Also das ist... etwas? Links und rechts. Okay, damit können wir das Ding jetzt verkabeln. Wir wissen genau, wie die Anschlusspunkte heißen. Mist, jetzt muss ich wirklich gleich niesen. Oh, 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 oh. Boah, Entschuldigung. Was ist denn los? Scheiß Pollenflug. So, wir haben jetzt sämtliche Anschlusspunkte, haben wir uns aufgemalt. Wir wissen genau, wie das Ding... was das Ding für Dinger hat, was das Ding für Anschlüsse hat. Und jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Blau ist das erste. Das erste geht von oben rechts zu den Fahrstuhlknöpfen. Das müsste hier sein. Das zweite geht von den unteren Fahrstuhlknöpfen, von denen hier, zu dem da. Und das dritte geht von einem Pfeil nach unten. Das müsste wohl das hier sein, weil es der einzige Pfeil nach unten ist, zu... diesem hier. Jetzt habe ich keine Kabel mehr. Ich hoffe, das ist richtig. Bei dem Muster habe ich ein gutes Gefühl. Aber ich weiß nicht, warum. Ja. Hey, er lebt. Ja. Du lebst, kleiner Freund. Wie fühlst du dich? Ach, wie süß. Bin ich froh, dich wieder zu haben. Ach, wie süß, wie putzig. Okay, das war leichter als gedacht. Sieh mal, wer hier aufgeladen und arbeitsbereit ist. Oh, wie sieht der aus? Wie putzig. Ich will auch so einen haben. Ich will auch so einen. So, hier. Hallo? Hallo? Jetzt. Hey, was ist mit dem kleinen Kerl? Ich glaube, er will uns helfen. Mann, sieh mal, was er macht. Oh, er kennt sich auch noch mit Elektronik aus. Großartig. Vielleicht ist er das Genie, nach dem ich suchte. Ja, und sie machen Fenster. Also, alles konnte ich auch nicht reparieren. Aber die wichtigsten Wohnbereiche dürften jetzt halten. Nun gut, das bedeutet, dass unser Schiff jetzt klar für den Flug nach Noruna ist. Was denkt ihr darüber? Ich bin bereit. Dann mal los. Okay, gut. Starten wir. Halt! Ihr fliegt nirgendwo hin. Wer seid ihr? Vellas Familie! Und wir haben mit anderen gesprochen! Dann haben wir eins und eins zusammengezählt. Als Mokchotra meine Schwester fraß, hat er dich ausgespien! Sag uns bitte, wo unsere Tochter ist. Sie ist hinter dem Pester. Und wir werden ihr jetzt alle folgen. Wer ist wir? Hört sich nach allen von uns an. Ja, weil, ich habe nämlich schon den Start eingeleitet. Aber, nett euch kennenzulernen. Ich bin ein Freund eurer Tochter. Oh, oh. Oh, oh. Clarence, der blinde Gott ist tatsächlich wieder auferstanden und hat einen neuen Teil des Strandgrundstücks zur Erschließung freigegeben. Wie es aussieht, ist der heutige Tag doch nicht so schlecht ausgegangen. Du kommst gerade rechtzeitig. Murakai verlässt jetzt das Schiff. Da, er geht wieder. Ist alles andere bereit? Ja, der Kuchen ist im Ofen. Prima, dann verschwinden wir von hier. Danke, dass du die Anspielung verstanden hast. Antriebsgang aktiviert! Tschüss! Ich lebe! Ich lebe! Ich bin frei! Ich bin schön! Wow, was für eine epische Explosion! Der Bildschirm wurde rot. Dinge fliegen umher. Und wir sind frei. Heiliger Strohsack. Ich kann nicht glauben, dass das funktioniert hat. Ich schon. Und nun? Oh oh, mir schwant Übles.